Ja, Markus, endlich sind wir zweimal wieder zusammen am Wasser. Ist ja ein bisschen ruhig geworden um dich. Also, ja, meint man. Ne? Meint man. Meint man. Bei mir ist nie ruhig. Nach Videotagebuchzeiten, wann hast du das letzte Videotagebuch gemacht? Ist bestimmt schon... Ja, 2,5 Jahre her. Ja, genau. Ja, ja. Aber es gibt dich noch, ne? Ja, klar. Und die Karpfen gibt es auch noch. Und was der Markus hier hat, ist, der hat einen ganzen Laptop voll mit den tollsten Unterwasseraufnahmen, die er über Jahre aufgenommen hat. Also wirklich Verhaltensstudien von Karpfen und anderen Fischarten. Ja, und wir wollen heute mal ein bisschen anfangen, uns die einzelnen Aufnahmen mal vorzunehmen und dann mal den Markus zu fragen, was man denn als Karpfenangler daraus lernen kann. Das ist jetzt hier ein Platz, du musst dir vorstellen, also alles voll mit Kraut. Hm. Ist so ein 3 Meter, also die tiefste Stelle ist es 3 Meter. Und ich habe dann fast, ja eigentlich 4 Monate lang gefüttert. Hm. Hanf, Mais, hauptsächlich Mais. Hm. Ja. Also du hast die Stelle quasi krautfrei gefüttert. Genau. Damit die Fische wühlen nach den kleinen Partikeln. Genau. Und dabei das ganze Kraut sozusagen, okay. Ja. Ja. Hier liegt jetzt ein einzelner Köder, war jetzt hier gelegen. Hm. An den gehen sie dran. Der liegt immer am Schluss. Also wenn du länger fütterst, ist immer so, irgendwie raffen sie das, obwohl das Fische sind zwischen 10 und 15 Pfund. Also die fressen erstmal alle freien Futterbeutel und Futterpartikel, wissen sofort, da ist irgendwer an dem Köder, ja, mit dem Köder stimmt was nicht. Ja, obwohl der Angeldruck ja nicht extrem ist. Viele machen immer da so ein riesen Tambalo mit Vorfächer und Kram. Ich meine, ich mache es ja auch so, dass ich sage, okay, Montage muss gut funktionieren. Die Fische, egal ob sie jetzt groß sind oder klein, ein großer Fisch ist genauso schwer zu fangen wie ein kleiner Fisch. Was ich immer sehe, die kommen immer mit Anlauf angeschwommen, machen einen Riesenwirbel. Ja. Dabei bewegen sich die ganzen Köder, ne? Würden sie antesten. Machen sie. Und der Hakenköder bleibt natürlich liegen. Ganz genau. Und die anderen freien Köder, die fliegen dann durch die Gegend und die fressen sie dann. Und dann kommt der nächste Karpfen, macht wieder einen Riesenwirbel. Genau. Die Köder fliegen durch die Gegend, ne? Und der Hakenköder verhält sich da halt immer komplett unnatürlich. So, jetzt und ganz am Ende kommt ein Doverkarpfen. Und der ist dann so neugierig und nimmt ihn trotzdem. So läuft es meistens, ne? Oder oft? Nein, ja, eigentlich schon, du hast schon recht. Aber jetzt überleg dir mal, jetzt hast du ein kurzes Vorfach. Mhm. Die kommen jetzt und wedeln und alles fliegt weg. Das liegt wie so ein Halbkreis, liegt das so rum. Und in der Mitte liegt ein Köder mit einem kurzen Vorfach. Mhm. Also kurzes Vorfach ist wahrscheinlich nicht so der... Immer lang. Also ich bin eher so ein Typ, der gerne mit lang fischt. Ja, bewegt sich dann halt ein bisschen. Genau. Ja, ja, klar. Ja, ja, ist einleuchtend. Ne? Genau. Ja, ja. Immer jetzt noch dasselbe Spot. Sagt dir irgendwas? The Dog? In Bezug zu Karpfenangeln? Nee, sagt man eigentlich nichts. Gar nichts. Nee. Okay. Schau dir das mal an, was macht denn der Karpfen? Ja, der nimmt den Köder. Ja. Dann nimmt beide, jetzt haben wir Zeitlupe, es dauert so ein bisschen, guckt er das mal an. Er testet die. Ultra vorsichtig. Ein Fisch mit 12, 13 Pfund. Nicht vergessen. Also, ja, klar, kein alter Hase da. Ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Aber wie misstrauisch der ist, weil hier ist. Ja, der weiß, dass da was nicht ist. Natürlich gibt's. Ja, ja. Der saugt den nur. Der saugt den nur ein. Ja, ja, nur so einen Millimeter. Genau, ja, ja, und testet die und hebt die ganz leicht hoch, weil er weiß, mit den Boilies ist irgendwas falsch. Hätte ich jetzt, würde ich jetzt die Boilies zum Beispiel halbiere oder wenn ein Viereck draus mache, Dreieck. Dann wird es wieder funktionieren. Ja, ja. Deswegen macht man manchmal diese Form von einem Köder, macht viel aus, um Erfolg zu haben. Und warum The Dog? Weil er sie nimmt und hebt sie. Und wie so ein Knochen sieht das aus. Achso, der hat die so quer links und rechts im Boilie. Wir nennen das der packt die quasi. Ja, unglaublich. Von wegen einsaugen, ne? Wie mit einer Pinzette nimmt er die, ne? Ja, ganz spitz. Ganz genau. Und jetzt schwimmt er weiter und jetzt hat er wieder einen Einzelnen. Der rollt den mal. Aber irgendwas stimmt nicht. Nein. Das ist schon, weil schon hier wieder zu viel Angeldruck war. Also noch einmal drauf zu kommen, große Fische, kleine Fische sind alle schwer zu fangen. Wenn sie mal, die sind lernfähig. Aber wenn er mal wieder so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr rum ist, wahrscheinlich vergessen sie das wieder oder dann gerade im September oder im Oktober, Fressrausch, da kriegst du wieder dran. Aber wenn ich sowas sehe, dann ist ja eigentlich, ich sag mal, 2,18 am Haar das Unnatürlichste, was es gibt. Ein Boilie wäre ja eigentlich die perfekte, ne? Zwei Boilies, die aneinander hängen, sind dafür so ein Karpfen eigentlich schon, da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Wenn der Angeldruck extrem hoch ist, da war dann der Angeldruck extrem hoch. Da musst du aufpassen. Ja, okay. Und kleine Köder sind immer besser wie große Köder. Ja, die fliegen schneller rein wahrscheinlich. Das Problem ist manchmal, weißt du, ich sitze ja auch noch an einem Altgewässer und da musst du ja mit Brasse rechnen und dann nimmst du halt 24er Köder. Ja, klar, aber die sind vom Hakeffekt auch extrem schlecht. Also ich lieber kleine Köder. Deswegen ist Maiskorn, ein einzelner Maiskorn jetzt hier drauf. Ja. Das wäre schon... Unschlagbar. Ne? Ja, unschlagbar. Ja, unschlagbar. Ist jetzt auch wieder...
selbe Gewässer, nur sagen wir mal 3-4 Meter weiter rechts. Das siehst du, hier ist noch Kraut. Okay. Also hier habe ich jetzt schon später angefangen, aber sind die Fische trotzdem misstrauisch. Wenn du das jetzt mal anschaust, jetzt kommt der Fisch, der kontrolliert es, schwimmt immer rum, patrouilliert, kommt an den Köder, schiebt den nur. Ja, aber er macht was ganz, ganz Spezielles. Ich muss ja das gerade mal da hochschieben. Schau dir das mal an, was er jetzt macht. Vielleicht siehst du das. Er saugt. Ja, er saugt drumherum was genau rein. Ja, ja. Das ist ein Boilie, der atmet. Da also gibt es Geschmacksstoff, ja, ja, Partikel ab. Ja, ja. Der frisst jetzt nur die Partikel von dem Boilie. Mhm. Ist der Hammer, gell? Ja, der hat sich so ein bisschen aufgelöst, was drumherum liegt, das frisst der. Der Hageköder liegt da rum und der Hageschenkel war schon am Maul. Der merkt schon, da ist was faul, aber er will das fressen, weil ihm das schmeckt. Mhm. Ja, hier siehst du nochmal die Nahaufnahme, nochmal in Zeitlupe. Ja, ja, zack. Ja, die kleinen Partikel, die frisst er. Ja. Kann den Ansaugdruck mindern, weiß ganz genau, wenn ich jetzt zu viel Ansaugdruck mache, geht der Köder rein und dann kommt Gefahr. Mhm. Ich habe mich halt jetzt über 3 Jahre nur aufs Unterwasser konzentriert. Bin ein bisschen Angel gegangen. Gut, es hat sich ja rumgesprochen, ich gehe jetzt noch auf die Jagd. Das war ja auch immer mein Wunsch, ich komme aus der Jagd- und der Angelfamilie. Ja, aber da wirst du sehen, da kommt noch viel einiges. Ich mache jetzt erstmal so eine kleine kreative Pause, mache mal das Unterwasser, das gefällt mir daheim, ich will das so machen, wie ich das will. Und Ja, ich finde es auf jeden Fall unheimlich spannend. Ja, und ich glaube, viele Angler könnten unheimlich viel von so Unterwasseraufnahmen lernen. Ne? Mhm. Wenn ich da sehe, wenn du manche Montagen sich anguckst mit knallbunten Boilies und noch irgendwelche Eyecatcher, bunte Maiskörner obendran, die hätten das sofort geschnallt, dass da was nicht stimmt. Schnallt, ne? Ja, klar. Das ist, ich sag mal, an einem Gewässer, wo nur blöde Karpfen drin sind, da kann ich mit so einem bunten Boilie wahrscheinlich einen abräumen. Aber an einem stark befischten Gewässer, da sagen die sich gleich, ich sag mal auf gut Deutsch, willst du mich verarschen mit dem Ding? Ne? Ja, ja. Die sammeln dann alles ab, nur den einen Köder nicht. Ne? Gut, es gibt natürlich immer noch einen dämlichen Karpfen von 6 Pfund, der hängt, den dann nimmt. Ne? Thomas, es hängt auch vom Gewässer ab. Wenn du ein Gewässer hast mit viel Nahrung drin, natürliche Nahrung, auch mit viel Angeldruck, dann gehen die da weg. Die sagen sich, nee, brauche ich nicht. Aber es gibt ja auch Gewässer, da sind viel Karpfe drin und wenig Nahrung. Ja, okay. Dann müssen die fressen. Dann geht es ums Überleben. Ja, klar. Dann können die nicht mehr vorsichtig sein. Ganz sie müssen genau fressen. Ja. Man muss halt wissen, wo man angelt. Und das Schöne ist auch hier bei diesen Aufnahmen, die sind aus Deutschland. Unsere Gewässer. Weißt du, nicht jetzt im England. Ja, klar. Ich meine, die machen das super. Ja, klar. Aber das sind ja Karpfen, die waren alle schon 20, 30 Mal an Land. Teilweise genau. Die englischen Karpfen jetzt. Die englischen, Hier ist ja noch, ich sag mal, solche Verhältnisse haben wir ja noch lange nicht. Ne? Ja, spannend. Ne? Ja. Ich bin gespannt aufs nächste Mal. Ne? Ich glaube, wir können hier von dem Rechner noch so ein paar schöne Aufnahmen uns gemeinsam anschauen. Machen wir. Ja, das war nur mal so ein kleiner Einstieg, um warm zu werden. Ne? Aber spannende Sachen warten auf euch. Ne? Genau. Alles klar. Ja. Okay. Bis demnächst. Ciao. Okay.